Hallo meine Lieben, ich habe hier so ein Mischvideo von euch und zwar sind es ein paar neue Produkte vom Action. Zwei kleine Ü-Post haben mich erreicht, das liegt aber schon ein bisschen länger. Die wollte ich euch aber mal zeigen und ich habe gewonnen. Wer mich bei Instagram verfolgt, der weiß, ich mache mal für diese schön für mich Box mit, aber bis jetzt hat das da leider nicht geklappt, hat bis jetzt auch immer noch nicht geklappt. Aber ich zeige es euch gleich, was ich Tolles gewonnen habe. Ich fange jetzt erstmal an, was ich beim Action gekauft habe. Und zwar habe ich mir dieses Krafttape oder Dekotape gekauft. Das ist 5 cm breit und 3 m lang. Und da gibt es 6 verschiedene Designs. Ich habe mir jetzt diese 2 mitgenommen. Das gibt es noch in rosa und in irgendeiner anderen Farbe noch. Und bei dem ist das Hologramm ein bisschen anders. Und ich habe aber jetzt die 2 mitgenommen. In Zebra-Look wollte ich sagen. Man kommt aber nicht auf das Einzige drauf. So, die sind diese Woche im Angebot gewesen. Die habe ich mir heute schnell noch ergattert, weil morgen ist die neue Werbung. Und ja, ich hatte sie der lieben Tanja besorgt. Da ist auch Tauschpäckchen, was ein Video vorher ist. Das hatte ich ihr geschickt und ein paar andere Sachen. Das kommt jetzt demnächst bei ihr an. Aber das ist ja total wurscht. Ich habe mir diese nochmal mitgenommen und ich finde das ja so niedlich. Mit den Eulen und mit dem Eis und mit den Wolken. Also das ist so ein bisschen kawaiig angehaucht. Und deswegen mussten diese 2 nochmal mit. Die waren im Angebot jetzt für 45 Cent und kosten regulär 57. Ich habe mir auch 2 große Blöcke gekauft, die zeige ich euch jetzt nicht. Die sind im Angebot gewesen für 1,59 und kosten sonst 1,99. Dann habe ich neu entdeckt. Ich glaube, da gibt es 6 Motive. Ich habe mir jetzt das mit diesem Pelikan mitgenommen. Flamingo. Pelikan. Eine große Karte, die man sich selber machen kann. Das ist sehr, sehr stabil. Da sind hier diese Muster, Motive noch bei. Ich muss mir das mal angucken. Hier, da kann man eine Wimpelkette, denke ich, draus machen. Mal schauen, ob ich das so nutze. Die kostet 75 Cent. Und wie gesagt, es gibt 6 verschiedene Designs. Dann habe ich in der Kinderspielabteilung gesehen, dass man sich hier Zertifikate erstellen kann. Das sind, ich glaube, waren es jetzt 20 Seiten? Also man kann sich diesen wohl einscannen. QR-Code nennt sich das. Und man bekommt dann halt wo dieses hier so raus. Aber genau weiß ich das nicht. Die sind alle gleich gewesen, da gibt es keine Unterschiede. Die sind auf alle Fälle 20 Sticker bei und ich bin der Meinung, 20 Bögen von diesem Papier. Also es sieht auf alle Fälle sehr cool aus. Kam 92 Cent. Und das war es eigentlich schon vom Action. Mehr Neues gab es nicht. Ich habe aus der Werbung noch von Minions einen Schwimmreifen mitgenommen und einmal diese Puffärmel für die kleinen Kinder, die man oben ummacht für 89 Cent. Kostet sonst 1,19. So, dann zeige ich euch mal, was ich noch Tolles geschickt bekommen habe. Der lieben Nina vom Kanal Ninchen, der hatte ich vor Ewigkeiten mal was vom Action besorgt. Und sie ja sagte, wenn ich mal was brauche, soll ich mich melden. Und ich habe jetzt gesehen, sie hatte dieses Kraftpapier. Und zwar, also schwarzes Papier. Das ist jetzt in A5. Ist was dünn, fühlt sich so ein bisschen an wie Löschpapier, aber total cool. Und dann habe ich gesagt, oh, wenn es das noch gibt, könntest du mir 2 besorgen. Jetzt hat sie mir 2 besorgt. Ich wollte ihr Geld überweisen. Sie sagte nein, als Dankeschön. Und liebe Nina, ich danke dir. Und ihren Kanal verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Ihr fehlen auch noch 5 Abos, um 300 voll zu haben. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht sogar eine Verlosung startet. Aber das kann ich nicht sagen. Ist nicht, ne? Ihr wisst Bescheid. Also, die habe ich von ihr, die hat sie besorgt. Sie macht auch immer mal ein paar Bastelvideos, ein paar Hauls, so gemischt. So, und dann habe ich von der lieben Steffi Kreativ etwas geschickt bekommen. Ihr hatte ich auch etwas vom Action besorgt. Nein, ich besorge keine mehr etwas vom Action. Außer ich biete es an. Und zwar Post. Und dann steht dann halt drin: Hallo Nicole, ich danke dir nochmal für dein Vertrauen. Hier eine kleine Ü-Post für dich. Du hast ja gesagt, Sticker gehen immer. Habt ihr 2 mit reingetan? Genau, liebe Grüße, Stefanie. So, da hat sie mir ein Goodiebag gebastelt. Das ist schon schneller als ich. Sehr hübsch geworden. Hier sind 2 mal Sticker. Die kann ich euch schon mal zeigen.
Und ihren Kanal verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox, weil sie bastelt auch. Und das hat sie gebastelt. Das möchte ich jetzt demnächst auch machen, wie gesagt. Ich hoffe, sie zeigt davon mal ein Video, wie toll sie das gemacht hat. Also Steffi, ne? Und jetzt schauen wir noch in das Goodiebag rein. Ich habe schon wieder vergessen, was drin war. Es sind vier Umschläge. Und da haben wir einmal. Ach so, ich weiß noch, was drin ist. Und zwar, sie hatte mich gefragt, ob ich Stanzen gebrauchen kann. Dann sage ich, oh, so Stanzteile. Ich sage auch, der Eiffelturm und dieser Rahmen ist ja total toll. Und dann sagte sie, ja, sie packt mir ein paar Stanzteile ein. Dann hatte sie mir aber diese Stanzen eingepackt. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist super. Also wenn du Stanzteile brauchst, ne, sag Bescheid, ich schicke dir welche. Also sehr, sehr cool. Auch diese Schmetterlinge. Also sehr, sehr toll. Hier sind dann die gestanzten Sachen, die ich eigentlich haben wollte. Aber so ist natürlich auch super, super, super. Und sie hat mir Sachen gestempelt. Ich bin mit dem Stempeln, ich muss da noch mal probieren. Irgendwas haut da noch nicht mit bei mir hin. Also zuckersüß, guckt mal. Dieser Fuchs, ist der nicht goldig? Mal gucken, wie das klappt mit dem Kolorieren. Einmal den. Und dann haben wir noch eine Tasche. Und zwar ist das dieser hier. Sind die nicht süß? Also sehr, sehr schön. Liebe Steffi, liebe Nina, ich danke euch schon mal ganz herzlich für die tollen Sachen. Wie sagt man immer, hätte nicht sein müssen, aber ich sage trotzdem danke. Und dann zeige ich euch mal schnell noch, was ich Schickes gewonnen habe. Wir waren in Kerpen in einem Nike-Outlet. Und ich bin mit meinem Sohn über den Parkplatz gelaufen. Und wir haben einen Milchschnittenflitzer entdeckt. Diesen Milchschnittenflitzer habe ich gedacht, ach, den fotografieren wir mal. Irgendwas war doch da, muss ein Foto senden. Und nach 4 Tagen ist mir eingefallen, ey, du hast doch noch das Bild. Und dann habe ich das hochgeladen auf die Milchschnittenseite. Wenn ich die Internetseite finde, werde ich die auch mal unten verlinken. Ich glaube, das geht noch bis Ende des Monats. Es wird auch gezeigt, wo der Milchschnittenflitzer lang fährt, dass man vielleicht auch ein Foto machen kann. Und dann habe ich das abgeschickt. Abends, glaube ich, gegen 21 Uhr oder noch später. Und dann habe ich gedacht, naja, da kommt eh nichts. Dann habe ich in 2 Tage später auf meine E-Mail-Adresse geguckt und dann steht da, Sie haben gewonnen! Und ich so, Uah! Und ich habe mich total gefreut und war total perplex. Und dann steht dann da, 4 Wochen. Wie gesagt, es ist jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Tage her. Und ich habe dieses coole Ding heute bekommen. Also sowas Cooles. Also ich muss nochmal ganz herzlichen Danke sagen, weil ich habe mich so gefreut. Ich habe mich echt also ihr merkt ja, wie so ein kleines Kind gefreut, wo ich denke, oh, ich habe gewonnen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz ein Stück aufgemacht, aber noch nicht weiter. Wie ich das dann mache und ob ich da Folie brauche. Hier ist ein Kabel bei. Ich glaube, hier ist ein Akku. Also sehr, sehr cool. Ich muss jetzt bloß mal schauen. Ich glaube, ich brauche bloß noch das Papier. Und dann kann ich da ausdrucken. Und das ist dann das coole Teil. Oh, ich bin so gespannt. Also ich werde das ausprobieren. Ich kann ja mal berichten, wie es denn ist. So, Leute, genug genervt. Oder auch nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir gehen gleich nochmal raus in den Sandkasten. Da waren wir eben schon. Und würde sagen, ich lasse den Mist jetzt mal hier. Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss, 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 tschüss.